Wasser. Kein anderes Element ist so charakteristisch für unser Land. Schleswig-Holstein ist ein Wasserland, gelegen zwischen zwei Meeren, durchzogen von Gräben, Kanälen, Bächen und Flüssen. Einzigartige Naturlandschaften wie das Welterbe Wattenmeer bieten nicht nur unzähligen Pflanzen und Tierarten Lebensraum. Sowohl die Nordseeküste mit den Inseln und Halligen als auch die Ostsee mit ihren langen Sandstränden sind beliebte Reiseziele. Jährlich kommen rund 6 Millionen Gäste, um hier Urlaub zu machen. Auch für die Wirtschaft spielt die Verbindung zum Wasser eine große Rolle. Über 50.000 Seeschiffe werden derzeit jährlich in den Häfen abgefertigt. Gut 14 Millionen Passagiere nutzen die Fährverbindung im Reiseverkehr. Besonders Kiel ist außerdem ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrer. Rund 30.000 Sportboote und zahlreiche Fischkutter haben ihren Heimathafen in Schleswig-Holstein. Und der Nordostseekanal gehört zu den meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt. Auf dem Kanal durchqueren jährlich rund 35.000 Schiffe das Land. Im Falle eines Unfalls, einer Kollision oder sonst wie zustande kommenden Havarie sind Gewässer und Küsten, ihre Bewohner und die Natur durch auslaufenden Treibstoff oder die Ladung selbst in Gefahr. Es muss dabei aber gar nicht gleich das große Szenario von auseinanderbrechenden Tankschiffen oder explodierenden Ölplattformen sein. Viel häufiger gelangt Öl ins Wasser, ohne dass es einen großen Unfall gegeben hat. So etwa durch Fehler beim Betanken, Laden oder Löschen. Oder auch bei der illegalen Tankreinigung auf hoher See. Das Land Schleswig-Holstein ist auf diese Fälle vorbereitet. Sein Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz organisiert und koordiniert die Gefahrenabwehr, genauer gesagt der Fachbereich Schadstoffunfallbekämpfung. Der Fachbereich 41 Schadstoffunfallbekämpfung ist für die Gefahrenabwehr an den schleswig-holsteinischen Küsten, insbesondere natürlich bei unfallbedingten Gewässerverunreinigungen zuständig. Unser Zuständigkeitsbereich liegt einerseits in den Küstengewässern Nordsee und Ostsee und andererseits in den Seeschifffahrtsstraßen wie beispielsweise Elbe und Nordostseekanal, aber auch in den landeseigenen Häfen, beispielsweise Husum oder Tönning. Im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes nimmt der LKN auch Aufgaben als Sonderordnungsbehörde wahr. Das heißt, dass wir auch für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zuständig sind. Darüber hinaus sind wir aber auch dazu berechtigt, den sogenannten Handlungsstörer, also den Verursacher einer Gewässerverunreinigung, für den entstandenen Schaden und für die entstandenen Kosten haftbar zu machen. Rund um die Uhr ist der Landesbetrieb einsatzbereit, um im Alarmfall schnell reagieren zu können. Und das passiert gar nicht so selten. Eine Alarmierung kommt relativ häufig vor. Statistisch gesehen werden wir bis zu 130 Mal im Jahr alarmiert. Das heißt also, dass wir quasi alle 2 bis 3 Tage über eine Gewässerverunreinigung in Kenntnis gesetzt werden. Unfallschwerpunkte hierbei sind einerseits Nordsee und Ostsee und andererseits auch der Nordostseekanal. Dabei handelt es sich oft um kleinere Schadstoffunfälle, das heißt, dass nur eine geringe Menge an Schadstoffen ins Gewässer gelangt ist, wo wir auch nicht immer mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln überhaupt tätig werden können. Andererseits können aber auch große Schadstoffunfälle oder Schiffshavarien passieren, wo wir in einem ersten Schritt versuchen, den Schadstoff bei der Ausbreitung zu hindern. Das heißt, dass wir Ölsperren ausbringen und ihn eindämmen und in einem zweiten Schritt dann mit Hilfe von sogenannten Skimmern von der Wasseroberfläche abschöpfen und abpumpen können. Solche Einsätze können uns durchaus mehrere Tage, aber auch Wochen in Anspruch nehmen. Wenn wir beispielsweise Böschungen reinigen müssen oder ganze Strandabschnitte vom Öl befreien müssen. Gemeinsam mit ihren Partnern bei Feuerwehren und THW und eingebunden in länderübergreifende Strukturen hat die Ölwehr in Schleswig-Holstein vorgesorgt. Für die schnelle Bekämpfung von Schadstoffunfällen, für den Schutz unserer Gewässer. Der LKNSH. Wir schützen Schleswig-Holsteins Küsten.